ihr Menschen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen krank. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Das nervt mich ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen nervt mich das. Ich habe von den lieben Peoples von Eva her eine Perücke zur Verfügung gestellt bekommen. Ich dachte mir, ich zeige euch, wie es jetzt mittlerweile so mit Perücken aufsetzen ist. Also ich hatte jetzt zwei, dreimal mehr eine Perücke auf seit der anderen, die ich bekommen habe. Und ja, ich mache mir jetzt keinen Zopf mehr. Ich habe herausgefunden, dass es besser ist, wenn ich das Ding genauso benutze, wie es auch auf der Anleitung steht. Das hat Martin nämlich letztes Mal nicht gemacht. Weil wenn ich einen Zopf habe, dann finde ich, habe ich immer noch so einen Buckel auf dem Kopf. Und das sieht man auch durch die Perücke noch und das finde ich ein bisschen doof. Deswegen habe ich es mal so gemacht, wie das auf der Anleitung drauf steht. Und das ist viel besser, weil man die Haare viel besser verteilen kann, sodass da kein Buckel auf dem Kopf ist. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal einfach. Das ist viel einfacher als Haare zu flechten, finde ich ehrlich gesagt. Weil ich mag Haare flechten einfach nicht. Und deswegen, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Aber was soll's. Sind ja gleich eh wieder weg. Oh, wow, voll den Busch auf dem Kopf. So, Haare gekämmt. Jetzt kommt das sexy Teil über den Kopf. Einmal drüber. Dann, wo bist du? Ganz einfach. Ups. So rüberziehen. Natürlich wieder, dass alle Strähnchen, die außen sind, mit drin sind. So, und dann einfach dieses Ding hier. Auch so ein bisschen hin und her ziehen und so ein bisschen zu und dann einfach da, so damit ihr sie reinstopfen und dann verteilen so ein bisschen. Also ich mache das, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich mache einfach so ein bisschen die Haare so überall hin, damit ich keine Buckel auf dem Kopf habe, wenn ich die Perücke auf dem Kopf habe. Ich habe das eine Mal auf meine andere Perücke auf dem Weihnachtsmarkt getragen und da sah das eigentlich ziemlich cool aus. So. Und ja, man wird ziemlich angeguckt, wenn man so eine Mähne auf dem Kopf hat. Ich meine, ich kannte das ja schon, wenn ich meine runden Haare normal hatte. Aber ich finde, man wird noch ein bisschen mehr angestarrt, wenn du so einen Buschkopf auch hast. Weil das ist ja schon eine echte Masse an Haar immer. Ja, so sieht das dann aus. Geht super schnell, finde ich. Viel besser als Haare zu flechten. Und ja, sieht im Endeffekt meiner Meinung nach auch besser aus. So, dann kommt jetzt die Perücke. Und zwar habe ich mir diesmal eine etwas dunklere Perücke geholt. Nicht nur etwas, eigentlich schon durchaus sehr dunkle. Und zwar ist das die hier. So eine ganz lockige. Ich wollte mal eine richtig lockige haben. Ich meine, die andere hatte ja auch Locken, aber nicht so von oben an. So eine lockige in dunkelblau. Ich finde das Blau sehr, sehr schön. Und ja, ich setze die mal auf. Also das letzte Mal, ich habe die schon einmal aufgesetzt und da war eine das vorne nicht ganz so hübsch. Muss ich mal gucken, wie das gleich aussieht. Ja, ich setze sie jetzt auf. Den Rand, ne? Den Rand habe ich natürlich wieder abgeschnitten gehabt. Das habt ihr ja beim letzten Mal auch gesehen. Ja, das sieht so aus hier. Da ist der Rand. Und hier sind diesmal die Spangen an den Seiten, an den beiden hier. Wie ihr seht, sieht man das, genau. Und eine ist hier hinten. Da. Genau. Einmal hier hinten eine und zwei an den Seiten zum Festhalten. Dann hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber so hier. Und dann stecke ich die einfach da so rein. So, ja. Ich kann das nicht so gut erklären. Und auf der Seite dasselbe. Und hinten habe ich das auch so gemacht. Und jetzt müssen wir gucken, wie sie sitzt. So sieht das aus mit der Perücke. Also ich finde das ziemlich geil, weil das so richtig lockig ist. Und ich habe ja nun mal richtig glatte Haare, deswegen ist ja logisch, dass ich mir Locken wünsche. Aber das ist ja nichts Unnormales. Genau, das ist hier so. Hinten ist sie auch, ist wieder relativ lang. Und ich habe auch festgestellt, dass, also es sagen ja immer ganz viele, dass Perücken
immer noch ein bisschen hübscher aussehen, wenn man einen Hut oder sowas drauf hat. Und finde ich ehrlich gesagt auch. Also ich finde Perücken sehen mit Hut oder Mütze oder so immer voll cool aus. Für mich ist es auch ganz praktisch, weil ich trage so auch gerne Hüte und Mützen und so. Aber da ich so platte Haare habe, gucken meine Ohren immer raus. Und das stört mich unglaublich. Das ist total ätzend. Deswegen finde ich es schön, mit den Perücken mal Mützen und Hüte zu tragen, weil da gucken die Ohren in 100 Jahren nicht durch, weil das so eine Mähne ist. Deswegen stört das da gar nicht. Weil ich habe halt ein Ohr, was ein bisschen mehr absteht als das andere und deswegen sieht man die immer und das stört mich total. Ich habe nämlich zum Geburtstag zum Beispiel eine wunderschöne Hengstin-Cappy bekommen. Voll geil. Und sowas passt halt voll gut auf Perücken drauf. Muss natürlich erstmal ein bisschen weitermachen, weil der Kopf natürlich doppelt so breit ist wie vorher. Haare im Auge. Ja, zum Beispiel einmal mit Cappy. Finde ich ziemlich cool eigentlich. Erst recht, weil es die Cappy halt ist. Mag ich sehr gerne. Ich finde die Cappy sehr schön. Ich finde, ich sehe halt schon relativ blass aus, wenn ich so dunkle Haarfarben habe. Aber finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber im Allgemeinen stehen mir helle Farben besser. Auf jeden Fall. Das finde ich schon. Aber so ab und zu mal finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, so eine typische halt. Finde ich, passt auch voll gut auf Perücken. Weil sonst trage ich die jetzt ziemlich... Eigentlich würde ich die gerne tragen, aber ich kann die halt nicht gut tragen, weil die halt wirklich so hier drauf drücken und dann gucken meine Ohren immer raus. Und das ist halt schade. Aber mit Perücke finde ich das ziemlich cool. Also das mag ich echt gerne so. Ja, ich finde die Perücke sehr geil, muss ich sagen. Also ich finde die sehr, 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 sehr cool. Ansonsten habe ich noch einen Hut, den ich gerade runtergeschmissen habe. Einen Hut habe ich noch, der auch ziemlich cool ist. Den mag ich ziemlich gerne, aber ich glaube, der passt dann gar nicht so richtig drauf. Der ist echt schwer hier auf den Kopf zu kriegen mit der Perücke. Den trage ich so auch super, super gerne. Den mag ich richtig gern. Ja, der passt ziemlich schwer auf die Perücke drauf. Da bräuchte ich, glaube ich, einen größeren. Aber im Allgemeinen ist er auch ziemlich cool. Ne? So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich heute zum ersten Mal seht, könnt ihr mich gerne, liebend gerne auch abonnieren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.